Hallo und herzlich willkommen zurück beim Thief auf der Xbox One. Ja, wir sind hier immer noch unterwegs mit dem guten, ich glaube, Garrett? Garrett? Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Okay. Da dran. Und hoch. Ja. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Warum ist denn jetzt das hochgekommen? War doch gerade schon oben, oder nicht? Anscheinend nicht. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Irins Kralle, okay. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Ah, okay, jetzt hat sie einfach mal die Kralle abgenommen. Wie fies war das denn jetzt für eine Aktion, ne? Sehr fiese Aktion. Jetzt gucken wir uns das Video einfach mal an. Ich halte mal die Klappe eben. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skimamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Oh-oh, was passiert denn jetzt? Keine Bewegung. Oh oh. Ich würde sagen, und tschüss. Garrett, ich rutsche. Wusste doch, Garrett, ich sag. Oh. Was passiert denn mit ihr jetzt? Okay. Oh, schon mal ein Erfolg wieder freigeschaltet, sehr schön. Der Fall. Thank you.
Was ist denn jetzt zur Hölle passiert? Na super, er ist in so einem Wagen drin, ey. Gefangen wahrscheinlich noch, wa? Hey! Er wacht anscheinend auf! Los, nicht so faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stonemarket. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey! Geh weiter! Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Okay, helfen die mir jetzt oder was haben die jetzt vor mit mir? Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Irgendwie sind die Lippen manchmal nicht ganz synchron. Kann halt sein. Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du, mit wem redest du? Lauf! Ja! Okay. Halt! Und tschüss. Was ist denn jetzt mit der anderen passiert? Ist sie jetzt tot oder was ist passiert? Ich weiß es gar nicht. Das stimmt nicht. Ich muss den Schattenturm meinen Kopf freikriegen. Lass den nicht entkommen! Ich bin hinter dir! Wir müssen erforschen, ist ja klar. Habe ich noch ein Dokument? Wollen ja schon alles relativ alles mitnehmen, ne? Ist ja klar, hier ist auch noch ein Schrank. Auch mal reingucken. Ah! Ja, ausspringen. Als es doch mal brenzlig wird. Darf der mich denn sehen? Okay, bei ihm scheint es nicht allzu schlimm zu sein. Na gut. So, wie komme ich jetzt da hoch? Okay, mit Hilfe der Kralle kann ich da jetzt auch hoch, na ne? Gut. Halte um den Tab zu öffnen, drücke Atmen. Zu essen und einen Teil deiner Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Meine Gesundheit ist ja voll, würde ich sagen, oder? Na, ja, wollte ich mal sehen. So, da geht's lang. Ist ja noch irgendwas Schönes, was ich mitnehmen kann, irgendwo. Das sieht schon echt fett aus, ey. Hey, hey, hey. Das machst du andere Engine, dass du alles rausholen kann. So, okay. Also rüber komme ich. Theoretisch ist hier unten noch irgendwas.
erstmal einen runter. Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Okay. Gut, dann soll es geschlossen bleiben. Mir auch egal. Warum sperren wir uns ein? Ich verstehe es nicht. Ich bin ja auch kein Politiker. Damit die Armen nicht auf dumme Gedanken kommen. Was fehlt denn noch, dass der Pöbel alles noch schlimmer macht? Hey, hey, hey! Wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Statt abzuriegeln, hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeckel. Ja. Im Sargdeckel sitzen wir, okay. Aber seit wann halten Schlosser mich auf? Gar nicht. Hier schön um die Ecke, also der Regen ist echt gut animiert. Das sieht echt gut aus. Also ich muss sagen, ich bin gerade mehr als begeistert von diesem Spiel. Ich bin ja normal sowieso der Splinter Cell Fan und passt das mir eigentlich ganz gut, was hier gerade so passiert. Also dieses ganze Schleichgedöns hier, wenn ich mal so sagen darf. Wo komme ich nicht, okay. Ah, der Blitz, der macht mich kurz sichtbar, die Drecksau. Das ist schlecht, ey. Der Blitz macht mich also kurzzeitig immer ein bisschen sichtbar. Und tschüss. Ausgenockt, die Sau. Ihr dürfte doch eigentlich keiner durchkommen können, oder? Doch, da kommt einer durch, theoretisch. Ah. Geh mal hier in die Ecke rein am besten, dann sollte da auch keiner hinkommen. Zack. Kann man hier denn durch die Tür? Hier sowieso nicht, das ist nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich nur sein Täschchen haben. Schön. Einer der Zehen wackelt. Guck mich erstmal noch ein bisschen um. Zwei Möglichkeiten. Ich kann da hochgehen, ich kann da hochgehen, okay. Achso, hier soll ich original, okay, hier soll ich original hin. Geh ich mal bitte woanders hin, weil ich will ja nicht direkt hoch. Ich will erstmal ein bisschen erkunden und ein bisschen erforschen hier und sehen, ob ich denn hier was Schönes finde oder so. Wasserpfeile, guck mal, siehst du? Hätte ich jetzt nicht gefunden, wenn ich jetzt hier nicht lang gegangen wäre. Das ist aber eine taktische, sehr gute Hilfe, ist die Wasserpfeile, denn wie wir alle wissen, kann man damit schön Feuer ausschießen. So, da hinten war aber auch noch so. Zum Rüberjumpen theoretisch. Hoffentlich ist das noch die Schwermut. Oh, da glitzert was. Ein Königreich für einen heißen Kaffee.
Pedus, komm, guck mal rein. Zeig dich! Herr Imagus! Also weg. Okay, mal gucken, ob es funktioniert hat. Oh, jetzt kommt er bestimmt hier hin. Oh. Wer immer da ist, er soll hervortreten. Hier ist keiner. Ich hab was gehört. Ich bitte, er beobachtet mich gerade. Nun tut er auch. Ich brauch eine Pause. Ja, Dings, du, ich dich gerade beobachten, aber... Nichts mehr zum Werfen, das ist das Problem. Ich brauche immer zum Werfen. Ja, das war der, den ich gerade in die Ecke geworfen habe. Was ist denn gerade? Da ist so eine Flasche, oder? Kann ich nehmen? Nee, kann ich nicht. Na egal, wir laufen einfach hier mal hoch. Direkt mal. Komm. Wir gehen den Hauptweg mal lang für die Story. Und gucken uns das alles mal später an. Schon mal nicht hoch. Schade. Da sollte ich aber eigentlich hochkommen, oder? Auch nicht. Was soll ich so hier auf sehr runter? Aber der Löchel. Alles ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ja, die Kralle kann auch leise sein, aber sie muss nicht zwangsweise leise sein. Muss nicht. Schon haben wir die ganze Booty aufgemacht. Zack, öffnen, zack. Vorsichtig, da ist so ein Gesundheitssäckchen. Plus eine Nahrung. Halten. Ah, so kommen wir dann durch den Spalt. Anheben hier, zack. Uah, da war ganz schön laut schon. Relativ laut. Aber ich habe hier einfach mal schon weggenockt. Also wir sind ja jetzt nicht mehr da. Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Die Maske, die will ich haben. Neben der eigenen Maske stehen. Genau, das habe ich auch gerade so gedacht. Die Maske will ich auf jeden Fall haben, weil die hat, wenn die so einen guten Wert hat, na dann, jeden Fall muss ich die haben. Flackern immer noch. Kann die verfluchten Dinger denn nicht reparieren? Finde mal die flackern. Nicht gebrochen sind. Die flackern also. Das ist doch ganz praktisch. Schieben wir noch ein kleines bisschen Gold rum. Ob ich das alles liegen lassen würde hier? Das gute Zeug. Das wäre ja Verschwendung, das gute Zeug hier liegen zu lassen. Hier so kleine Goldmünzen, damit sich viel ist, aber auch Kleinvieh macht Mist. Kannst du damit auch gut verdienen. So. Da oben komme ich wahrscheinlich nirgendwo hin, okay.
Hier ist sonst nichts mehr, so ich das sehe. Gut, dann wieder runter. Ganz vorsichtig irgendwie anschleichen. Und nur wie? Wie kommen wir denn da rein? Na, liebe Leute, es ist auch egal. Diese Folge von Thief ist wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, könnt ihr mir das am besten zeigen, indem ihr einfach einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich Daumen runter. Dementsprechend werde ich natürlich gucken, ob ich die Folge hier irgendwann dann auch zu Ende führen werde oder halt abbrechen werde. Weil, wenn das keiner gucken möchte, dann ja, lohnt sich es ja nicht eigentlich so für mich weiterzumachen. Ich werde trotzdem das aufnehmen bei, aber ob ich es dann hochlade, ist dann die andere Sache. Und abonnieren, wenn ihr wollt, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euer Sanchez. Tschüss.